is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Das einzige Erinnerungszeichen an Sünde. Siehe, dem Gerechten wird vergolten auf Erden, wie viel mehr dem Gottlosen und Sünder. Die Gottlosen bekommen ihren Lohn auf der Erde. Da werden alle Verächter und Gottlose Stroh sein. Und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth. Einige werden in einem Augenblick getötet, während andere viele Tage lang leiden. Alle werden nach ihren Werken bestraft. Die Sünden der Gerechten sind auf Satan übertragen worden. So muss er nicht nur um seine eigenen Rebellion wegen leiden, sondern wegen aller Sünden, zu denen er das Volk Gottes geführt hat. Seine Strafe wird viel größer sein als die der Verführten. Nachdem alle umgekommen sind, die durch seinen Betrug zu Fall kamen, wird er immer noch leben und leiden. In dem Reinigungsfeuer werden die Gottlosen schließlich ganz vernichtet. Es bleibt von ihnen weder Wurzel noch Zweig. Satan ist die Wurzel, seine Anhänger sind die Zweige. Satan und alle, die ihm in die Rebellion gefolgt sind, werden ausgerottet werden. Dann ist der Gottlose nicht mehr da. Und wenn du nach seiner Stätte siehst, ist er weg. Sie sollen sein, als wären sie nie gewesen. Der Gerechtigkeit Gottes ist Genüge getan. Die Heiligen und die himmlischen Heerscharen sagen mit lauter Stimme Amen. Während die Erde in das Vergeltungsfeuer Gottes eingehüllt ist, bleiben die Gerechten in der heiligen Stadt sicher und geborgen. Über Menschen, die an der ersten Auferstehung teilnahmen, hat der zweite Tod keine Macht. Während Gott für die Gottlosen ein verzehrendes Feuer ist, ist er seinem Volk Sonne und Schild. Das Feuer, das die Gottlosen verzehrt, reinigt die Erde. Jede Spur des Fluches wird weggewischt. Dabei werden die Erlösten keineswegs durch eine ewig brennende Hölle an die furchtbaren Folgen der Sünde erinnert werden. Nur ein Erinnerungszeichen bleibt. Unser Erlöser wird für immer die Narben seiner Kreuzigung an sich tragen. Alles, was durch die Sünde verloren war, ist nun wiederhergestellt. Gottes ursprüngliche Absicht bei der Schöpfung der Erde erfüllt sich, indem die Erde zum ewigen Wohnort der Erlösten gemacht wird. Die Gerechten werden das Land ererben und darin wohnen alle Zeit. The Lord.